Grüße, meine Freunde, und damit herzlich willkommen an diesem verregneten Sonntag hier im LS 15 auf der Hof-Bergmann-Karte. Zusammen mit den Tino und dem Freezy. Hallo. Hi Leute, und ganz kurz, bevor du uns hier am Hof was zeigst, möchte ich sagen, wir haben einen neuen Mod mit drin. Und zwar den Realtime-Wetter-Mod. Der ist bei Modhaus da relativ neu, könnt ihr mal schauen, ist bei empfohlenen Mods drin. Das heißt, im Spiel habt ihr quasi immer dasselbe Wetter, wie auch quasi bei euch in echt ist und so weiter. Es beruft sich eben auf irgendwelche Wetterdienste und so und dann halt realtime-mäßig. Müsst halt nur eingeben, welches Bundesland, und dann geht's ab. Genau. So, du wolltest jetzt was zeigen? Ja, du siehst mich ja, oder? Einen Moment noch. Könnt ihr nochmal eben Hallo sagen? Hallo. Hi. Gut. Wieder zu doof, die Aufnahme zu drücken? Bei mir hat die Aufnahme am Anfang nicht aufgenommen, weiß nicht, was los war. Ja, jetzt haben deine Leute nicht mitgekriegt, dass wir den Realtime-Wetter-Mod mit drin haben. Doch, das haben sie noch mit. Die haben nur das Hallo und... Ach so. Na gut. Den schwingen wir deinen zarten 60 Kilo Puppe, ja. Oh, 60 Kilo, schön wär's. 60 Kilo, ich wieg mehr. Achso. Dein Puppe. Du bist gar nicht gemein, du. Ich merk das schon. Du Öpfer. So, was jetzt? Ja, ja, ist ein Haar. Ja, muss erst mal kommen. Warte mal, was ist denn das hier? Na, Finger weg. Das will ich ja zeigen. Hä, was ist denn das? Ja, Finger weg. Kommst du jetzt mal hier, König, von den Zielen? Warte, vergrößern, verkleinern? Ja, was? Ich komme. Na toll, den Füße sieht man aber dann nicht, egal. Das habe ich mal. Ich bin noch nicht da, wo seid ihr? Na, hier hinten. Also Junge, am Hof siehst du uns nicht. Du Bleppo! Bei Tomaten links! Mann! Man sieht ihn wieder nicht als Spieler. Ja, Leute, übrigens, entschuldigt bitte, dass ich mich noch nicht rasiert habe, aber ich habe gedacht, ich mache mal heute bei dem Wetter, mache ich einfach mal auf Asi. Ja, gut. Scheiß mal auf Freezy, guck mal hier. Ich bin doch hier. Wo? Wie sie, ey, wenn ich sehe, wo du auf der Karte bist. Ich stehe hier neben dir, du Hampel. Warum? Was ist das für ein roter Punkt? Was ist denn das? Lol, da fährt was hoch. Hallo. Das ist jetzt das Coole. Und das war's. Nee, eigentlich nicht, oder? Was macht das denn? Leuchtet blau. Ach ja. Oh, ich häng drin fest. Ich häng drin fest. Es hat mich gefangen. Warte mal, jetzt passiert noch was. Aha. Zum Ballenladen, oder? Für irgendeinen, ja, es ist einfach nur eine Spielerei, würde ich mal behaupten. Das ist aber cool. Tino fährt hoch. Oh, das, okay. So, ja, und dann? Das war's eigentlich schon. Können wir da oben Party machen? Ich würde mal interessieren, wenn du da einen Ball drauf legst, ob das wirklich geht. Aber naja, gut, du kommst hier oben nicht weiter. Leute, hier ist eine Treppe. Wo geht's denn hier hin? Da kommst du da runter. Ach, hier? Kommst hier raus? Okay. Du kannst ja oben die Dinger zumachen. Was? Wo? Na ja. Also, steckt doch mal die Türe. Ach so. Ah, okay. Ist doch scheiße, dass das Dach undicht ist. Die sind alle Dächer leider im LS. Ja. Gut, ja, aber das Schiff, wir müssen eh spielen. Aber für was soll das sein? Keine Ahnung. Ich find's cool, dass du das so entdeckt hast. Da hat ja bestimmt ein Zuschauer geschrieben. Nö, hab ich aber letzte Woche schon entdeckt, aber ich hab's wieder vergessen, euch zu zeigen. Ach so, wie viel Sprit haben wir überhaupt noch? Oh, 1900 Liter, ist nicht mehr viel. Ja, schön. Fakt ist eins, Leute, ich hab vergessen, mir was anzuschauen. Scheiße. Das Handbuch. Wir haben, also, jetzt müssen wir mal kurz was anderes noch ansprechen. Und zwar wegen dem Update. Genau. Warte mal kurz. Gibt's ja irgendwie nicht. Ja, also es soll ein Update geben auf 1. 3. 3. Aber. Bei Maru Forum ist nix, Modhoster ist nix, Google sagt zu 1.3 genauso wenig. Hm. Ja. Und Akendorf sind wir auch auf der aktuellen Version 1.3. Da gibt's keine 1.4. Ich habe endlich die TXT-Datei habe ich endlich gefunden, wo wir was abladen müssen. Rindermast Freiland, Rindermast, Schweinemast, Hühnermast, Schafmast, Straußenmast, Gänsemast. Und hier steht es nämlich auch, siehst du? Ponyzucht und so weiter und so fort. Genau. Also, wir haben jetzt quasi auch die, oder ich habe jetzt die PDF-Datei, welche Tiere was bekommen, wo das abgeladen werden muss und sonst und so weiter. Denn wir wollen ja hier richtig ins Tier-Big-Business einsteigen, ne? Und wollen hier fett die Tierzucht machen und so weiter. Genau. Aber was haben wir jetzt erstmal noch zu tun?
Wir waren noch hier am Häckseln, deswegen muss es erst schon wieder feucht, der trocken werden. Wir hatten gehäckselt, das ist richtig. So. Und wir haben was vergessen. Ne. Kartoffelernter-Mod. Ach, stimmt. Aber wir sind so vergesslich. Bendy. Jetzt wird's wieder nicht geschehen. Erdbeeren können wir eh noch nicht machen. Ja, aber wir haben 278k auf dem Konto und im Endeffekt, ja. Wir werden uns jetzt wohl mal zusammenreißen, dass die Woche nicht für Kokse Nutten auf dem Tisch zahlen, oder? Ja! Das wird schwer. Aber wir könnten ja dann trotzdem kaufen und anfangen damit. Auf jeden Fall, was ich mich korrigieren muss, das Homer DLC ist für Rübenernte da gewesen, nicht für Kartoffelernte, das habe ich verwechselt. Ja, das ist auch richtig. Ich frage mich eigentlich, ob du hier LS-technisch, ob du da das schon mal gemacht hast. So. Ja, ich habe im 13er angefangen, habe ich gehört. Du hast ja im 13er LS hast du angefangen? Ja, jedenfalls auf YouTube. Wenn man angefangen hat, schon mit dem 8er Player. Ich bin natürlich hier ganz schön oh, scheiße. Mit dem American Truck hätte das jetzt geklappt. Ja. So, warte, jetzt muss ich einmal hier so. So, der hier so. Yeah, baby. Sehr schön. Gut. Ciao. Ciao. Achso, aber ne, wenn du hier gerade mal beim Rügen bist, ich müsste dich auch rügen. Ich hab da niemand gerügt. Ja, darauf hingewiesen. Egal. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es bei Bergmann, ich glaube, das war bei. Bei Bergmann oder Aggendorf hast du in deinem Titel ganz groß geschrieben, Dagi Beach fast entführt. Da habe ich mir gedacht, alles klar, Junge, es ist immer noch Bibi und nicht Dagi gewesen, ist aber egal. Oh, habe ich das verwechselt? Ja, weil da hast du, also diese Dagi Beach, da haut schon hin, ne? Da kommt ja dieses Bitch im Endeffekt, aber das war Bibi. Da hast du Bibi geschrieben. Nein, ich habe Dagi behindert geschrieben. Genau, genau. Und das war aber Bibi, nicht Dagi. Ja, aber die kann man ja schon mal verwechseln. Nee, die eine sieht aus wie eine Pferdefresse und die andere ist mit Augen zusammen. Ach, Alter, der Name ist so krass, ey. Auf jeden Fall, ja, aber, ja, dann, das tut mir leid, ich habe die zwei verwechselt. Tut mir leid. Ja, wenn das jetzt Dagi sieht, die schreibt dann Brunner, Moment. Falls du das siehst. Und dich angegriffen fühlst von mir, melde dich. Ich würde es gern wieder gut machen. Liebe Dagi. Ich würde mich auch rasieren im Gesicht dafür. Außer du stehst auf etwas Dreitägiges. So zwei Gamescom. Tage. Zur Gamescom, wenn du Bock hast, lade ich in mein 3-Sterne-Hotel ein. Ja, warte, 3 Sterne mit Frühstück. Das ist mein richtiges Zimmer, Baby. Hab ein Doppelbett übrigens, wollte ich nur sagen. Das hat jetzt aber nichts mit dir zu tun, Dagi. Weil das in dem Hotel gibt es nur Doppelbetten. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe ein Einzelzimmer mit Doppelbett, ne? Das ist schon mal, sage ich mal, das beherbergt schon mal diverse Vorteile. Ja, der hat halt eigentlich nur Doppelzimmer, falls die aber auch als Einzelzimmer vermietet. Für falls Situationen. Ah, vergiss einfach. So, wie viel ist da jetzt noch drin bei dir? Dann schön über WT Telefon wieder jemand anrufen. Weg! Ich snack hier mal. Vollidiot. Was denn? Hast mich vom Server geschmissen. Hä? Du hast mich gerade vom Server geschmissen. Wie? Ja, wie? Ich bin nicht mehr auf dem Server. Behindert, du fährst hier gerade. LOL. Du bist die ganze Zeit noch gefahren hier! Ach so. Ja, blöd. Wieso? Oh, dann war das dann doch ein normaler Disconnect. Ich dachte, du hast mich jetzt rausgeschmissen, um den Thrasher zu geben. Ich hab dich runtergeschmissen? Ja, so sah das gerade aus. Ich snack mir das mal kurz und währenddessen steht halt da Verbindung zum Server verloren. Ich snack mir das mal kurz, war so gemeint, weil du nicht mehr bei Freezy entladen hast, sondern bei mir. Ach so. In meinen Anhänger. Das hat schon gerade so, ich snack mir das mal kurz und ich verliere die Verbindung. Nein, und da habe ich zu Freezy gesagt, ich snack mir mal das kurz. Aber warum du jetzt runtergeflogen bist, weiß ich nicht. Aber das Problem hat zuletzt schon mal. Ich war das schon mal gehabt, ja. Jetzt müssen wir gleich wieder alle warten. Bin voll. Ja, ich weiß. Ach so. Ach, der Tino hat ein Auge drauf. Muss man nie was sagen.
Der hat einen Stasi-Mörder. Hatte das Ding nicht eine Anhängerkupplung? Tatsache. Ja, kannst da du kannst du hinten Ladewagen dran machen. In den roten Reihen und ja. abhängen? Du kannst hinten diesen 9000 Liter Ladewagen dran machen. Hm. Ohne Probleme, habe ich ja letzte Woche auch so gemacht. Wo haben wir den eigentlich? Oh, warte, warte, mein Gewicht liegt da. Der steht am Hof. Den hab ich am Hof wieder gefragt. Ja, egal, hol mal erstmal. Tja, bei mir ist er erstmal Ladebildschirm. Ach, jetzt synchronisiert er wieder. Ja. Dann gucke ich derweil mal, was so die, was mal alles für die, mit was will man anfangen von der Mast? Rindermast direkt oder was? Ja, lass uns fett die Rinder und Schweine machen. Da gibt es zwei Mastanlagen, einmal Freiland und einmal... Nee, wir fangen ja mit der Schweinemast an, wegen Schweinefutter, Kartoffeln und so. Stimmt, genau, das hatten wir vorher. Wir brauchen, also da kann man abladen, Weizen, Gerste, Mais, als ein Produkt, jetzt egal welches, Kartoffeln oder Zuckerrüben, ja, Wasser, Früchte, Dingsfrüchte. Schweinefutter und Stroh und ein, oder ein Streu. Sag mal, brauchen wir unbedingt die Kartoffeln jetzt, um loszulegen? Nein. Oder können wir uns nicht schon mal Schweine holen und alles vorbereiten und so? Und die dann Schweine nehmen wir, das stinkt normale Mischfutter halt an. Die nehmen halt nur noch... Das ist ja nicht aufgeführt, ne? Nur zur Info. Das Mischfutter ist nicht aufgeführt. Nein. Weizen, Gerste, Mais gibt es eine Abladestelle. Kartoffeln, Zuckerrüben gibt es eine. Wasser gibt es eine. Schweinefutter gibt es eine. Stroh und Einstreu. Müssen die Schweine aber trotzdem annehmen. Weil sicher normale Dings, also ne, Früchte und Dings und alles, aber was ist denn jetzt sicher eigentlich? Wo? Fisi steht mit dem Traktor hier alleine, du stehst im Drescher. Ja, ich habe jetzt gerade im Dings geguckt. Im PDF. Also. Während du. Ne, du hast doch hier alles wieder aufgehalten. Nein, ja. Nein, nein. Was denn? Nein, nein, nein. Ich fahr jetzt mit. Komm. Jetzt krieg ich die bösen Kommentare. Fisi sitzt nur noch im Trecker, der arbeitet nicht, das richtig. Du kannst auf. Den roten Trecker nehmen. Ja. Und kannst den Ladewagen holen, du Bob. Den 9000 Liter, den großen. Na. Warum hat er nur noch 81 Liter drin, der Klaas? Man kann es schon mal ein bisschen nützlich machen, oder? Ja. Ja, für easy. Gibt's gleich jetzt hier ein Eintragungsmittelheft. Nicht schon wieder. Ja, ja. Hattet ihr früher eigentlich auch ein Posi-Album? Posi-Album? Ja, ja. Wo so Leute reinschreiben, so aus der Schule und so? Ja. Ja. Bei mir hieß das Pussy-Album. Da hast du deine Katzen reingeklebt oder was? Da habe ich Katzenbilder drin gehabt. Pussy-Album. Ganz viele Muschis. Warum heißen Katzen überhaupt, warum werden Katzen Muschi genannt? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich auch nicht, genau. Warum sagt man zu Katzen Muschi? Muschis. So eine süße Muschi. Aber ich verstehe nicht, warum sagt man das? Ja, weil die so süß sind. Ja, du kannst gar nicht mitreden, du wirst ja gar vielleicht, nicht wie eine richtige Muschi aussieht. So. Vielleicht, weil die auch so flauschig manchmal sind. Das denkst du dir, ne? Gott. Ich weiß ja nicht, ob was ihr so steht auf diesen Berg. Brauchische Angelegenheit, ne? Ja, so was, mein Freund. Also, auf, ich stehe schon auf Katzen mit Fell, aber... Das wäre auch schlimm, wenn sie eine Glatze hätten, oder? Ich glaube, du redest von was anderem. Du stehst auf geschnittenes Fell, oder was? Ja. Er meintet ja auch auf den Kopf, du Klein. Ja. Es gibt doch einmal dieses voll behaarte Ding und einmal... Das nennt sich Perserkatze. Ja. Persermuschi. Und einmal so eine Nacktkatze, die kommt doch aus China. Oder Nacktkatze, nicht? Ja, die gibt's auch, das stimmt. Nicht mit dem Nacktmull zu verwechseln. Weiß denn jemand kennt den Nacktmull? Leute, die... wenn ihr den Nacktmull nicht kennt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um das Video kurz zu pausieren, Google zu öffnen, Nacktmull einzugeben... Ein leichtes Bauchwippen, so ein Antäuschen von Lachen über sich ergehen zu lassen und dann direkt weiterschauen, ja. Weil dann wisst ihr, von was wir gerade sprechen. Und dann noch den Like-Button drücken. Und den Like-Button, nicht vergessen. Du, der nimmt beim Anfahren mal schnittische 157 Liter hier. Soll durchaus wirken. Ja. So, nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft der Rotz. Du bist voll. I know it. Außerdem, Freezy, habe ich auf den Kommentar auch dementsprechend eloquent geantwortet. Hast du? Ach ja, habe ich gelesen, ja. Gott, wie lange hast du für das Wort geübt? Das kenne ich schon seit Ewigkeiten. Ich habe es bis heute nur noch nie gebraucht. Aber das wurde doch niemals in Verbindung mit deinem Namen irgendwo gesagt, oder? Ist doch relativ egal, wenn ich es selber für meinen Namen verwende. Es ist doch nicht so schwer, diesen Anhänger da anzuhängen, oder? Scheinbar schon. Freezy won. Moment, da ist war die Kupplung nicht ganz. Oh shit.
Da war die. Was ist denn mit der Kupplung los? Freezy, ich hab gesagt, letzte Woche Freitag Fett dran machen. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass sie nicht richtig schließt. Mann, Mann, Mann. So, Moment. I'm doing crazy shit right now. In the funk, so brother, check it out now. Naja, es war bestimmt komplett falsch vom Text, aber ihr wisst, welches Lied ich meine. Kennt ihr das? Da gab es immer schöne Kommentare. Ja. Oh, und die Leute haben sich so gefreut. Wo du wieder gesungen hast. Also, ich habe einen ganz netten Kommentar gekriegt. Endlich darf Tino wieder singen, ohne... ja, ja. Ja, naja. Angemeckert zu werden. Ja, und dann haben ja auch, glaube ich, noch ein oder zwei Leute drunter geschrieben, sehe ich aus oder finde ich auch oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Das ist sehr lieb. Also, mich freut, dass meine Gesangskarriere doch Fortschritte macht. Nichtsdestotrotz, wir sind fertig. Was? Okay, ja. Gut, dann Däumchen da lassen, nicht vergessen, wenn ihr mögt. Wir sehen uns dann zum Montag wieder. Schönen Sonntag von euch noch und ja, dann bis morgen. Lü-lü. Genau, und jetzt ein bisschen rausgehen spielen. Tschüss!